Prost, die Leute haben. Ja, das ist ja nicht. Prost, Prost, Prost. Ewig nicht gefressen hier und was. Dann ist die versucht. Dann hat die bei uns in der Unterkunft, wo wir waren, hat die sich da irgendwie eingenistet. Ja, der Sänger kommt hier drin und sagt, was ist denn hier los? Liegt eine nackte Olle rum. Das ist dann rumgesprungen und dann die her so, sie hat ja einen Busch. Was ist denn hier los? Ist jetzt 1985 oder was? Wart ihr in Budapest? Habt euch die komischen Dinger von Hosen gekauft? Ich kann das doch nicht richtig. Ob wir nicht ein Autogramm von Eros Ramazzotti besorgen könnten, da wie so sagen. Irgendwo bei Eisenhänger in Berlin. Da sieht man sie in seiner Bettvitrine stehen. Sie mischt kein Beton und auch kein Zement. Und es ist auch keine Waschmaschine für sein Hemd. Tagsüber sagt sie selten einen Ton. Abends nimmt sie dann mit 120 Pfund. So mancher Nachbar hofft, ob das ist ihm verschonen. Doch sie knallt durch jede Wand wie eine Kanone. Er rockt mit der wie mörrende Spaschine. Fetzen fliegen in der Blechvitrine. Sie dreht und scheppert, bis die Nachbarn klopfen. Wem ist zu laut, ich muss die Ohren zu stopfen. Rock'n'Roll mit der Wischmaschine. Rock'n'Roll mit der Wischmaschine. Eins macht sein vor Egons Tür die Polizei. Der Nachbar freut sich, jetzt ist es vorbei. Aus mit Egon und dem Trommelfeldkiller. Der Tag wird etwas stiller. Leider muss die Polizei was anderes wissen. Und aus war es mit dem Ruhekissen. Egon lud sie alle zu sich ein. Jetzt kommen sie zu dritt. Ey, kann das sein oder was? Rocken in die mörderne Spaschine. Fressen fliegen in der Blechvitrine. Sie drin und scheppern, bis die Nachbarn klopfen. Wem ist zu laut, das muss die Ohren zu stopfen. Rocken und rollen mit der Mischmaschine. Yeah.